Einzelplan ist der Kollege Carsten Körber für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 2.974 Seiten, Drucksache 18.9200. Das ist der Entwurf des Bundeshaushaltsgesetzes 2017. Wir haben ihn im Haushaltsausschuss in der letzten Sitzungswoche beraten. Insgesamt 23 verschiedene Einzelpläne, vom Bundespräsidenten bis hin zur allgemeinen Finanzverwaltung. Und nach den Beratungen hier im Plenum werden wir dann diesen letzten Haushalt dieser Legislaturperiode am Freitag beschließen. Neulich wurde ich gefragt, was denn für mich die bedeutendste Zahl in diesem Haushalt ist. Einige werden jetzt drauf kommen, was meine Antwort war. Natürlich die schwarze Null. Denn keine Zahl beschreibt die verantwortungsvolle und weitsichtige Haushalts- und Finanzpolitik besser, die im Bund seit Jahren unter Führung der Union gefahren wird. Es war sicher nicht immer ganz leicht, auch innerhalb der Koalition eine gemeinsame Linie zu finden. Doch am Ende zählt das Ergebnis, und das kann sich sehen lassen. Denn auch eine verlässliche Haushaltspolitik schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist in diesen Tagen leider ein sehr knappes Gut. Die Welt ist in den letzten Jahren eine andere geworden. Jahrelang als selbstverständlich hingenommene Bedingungen existieren einfach nicht mehr. Schauen wir in die Ukraine, nach Syrien oder in die Türkei. Oder schauen wir auch nach Deutschland mit den Herausforderungen der Flüchtlingskrise, denen wir im vergangenen Jahr gegenüberstanden und zum Teil auch noch gegenüberstehen. Wir müssen dabei anerkennen, dass die klassische Trennung zwischen Außen- und Innenpolitik immer mehr verschwimmt und dass die Dinge, die in Syrien passieren, eben auch eine unmittelbare Wirkung hier in Deutschland haben können. Es ist vieles in Bewegung geraten, und gerade in solchen Zeiten muss Politik Handlungsfähigkeit beweisen. Und ich bin froh, sagen zu können, dass wir das mit diesem Haushalt tun. Wir haben deutliche Schwerpunkte in den Bereichen innere und äußere Sicherheit gesetzt. Das heißt, wir stärken die Bundeswehr genauso wie die Bundespolizei. Aber auch bei der humanitären Hilfe und der Bekämpfung von Fluchtursachen haben wir deutlich aufgestockt. Insgesamt sind die Investitionen mit rund 11% des Etats so hoch wie schon lange nicht mehr. In unseren Beratungen haben wir zudem die Mittel für wichtige Zukunftsinvestitionen um beinahe 3 Milliarden auf insgesamt 36 Milliarden erhöht. Wir haben im vergangenen Jahr viel erreicht. Natürlich ist dabei auch nicht immer alles perfekt gelaufen. Aber die Asylpakete 1 und 2 haben gewirkt, und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, die Dinge in den Griff zu bekommen. Aber natürlich ist es auch genauso richtig, dass wir noch viel zu tun haben. So ist es zum Beispiel dringend geboten, dass die Grünen endlich ihre Blockade im Bundesrat bei der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten Tunesien, Marokko und Algerien aufgeben. Der Vorschlag unseres Innenministers, Asylanträge direkt vor Ort in Nordafrika zu prüfen, ist daher sinnvoll und auch unter humanitären Gesichtspunkten dringend geboten. Denn dann würden sich weniger Menschen auf die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer machen. Und wenn auch in Berlin eine linke Landesregierung just sich darauf verständigt hat, auf Abschiebungen künftig weitgehend verzichten zu wollen, dann ist das sicher kein Signal, was die Menschen im Lande verstehen werden. Dabei ist es doch gerade in unruhigen Zeiten wichtig, Handlungsfähigkeit zu beweisen, denn es steht viel auf dem Spiel. Vielerorts haben die Menschen das Gefühl, dass Sicherheit verloren geht.
Es wächst die Sehnsucht nach vermeintlich einfachen Antworten, nicht nur in Deutschland. Und diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken, muss Politik nachvollziehbare Antworten liefern und Verlässlichkeit bieten. Und das, meine Damen und Herren, ist uns mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2017 gelungen. Erlauben Sie mir zum Abschluss dazu ein kleines Beispiel. Wir haben im Haushaltsausschuss 200.000 Euro Startkapital für das Forum Recht bewilligt. Mit dem Bonner Haus der Geschichte vergleichbar soll dieses Dokumentationszentrum die Entwicklung, die Bedeutung, aber vor allem auch den Wert des Rechtsstaates einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führen. Dabei soll aber auch erlebbar gemacht werden, dass der Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit ist. Das Forum Recht soll unter Federführung von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof in Karlsruhe entstehen. Eine gute Sache, für die wir uns gerne eingesetzt haben. Und zum Abschluss erlauben Sie mir bitte noch, dass ich meinem Kollegen Bartholomäus Kalb ganz herzlich danke für sein Wirken über eine Politikergeneration im Deutschen Bundestag und im Haushaltsausschuss. Er hat eben seine wohl letzte Haushaltsrede gehalten. Vielen Dank.